Ich zeige dir heute mal vier Webseiten, auf denen du viele Icons in allen möglichen Varianten findest und die du auch für kommerzielle Zwecke nutzen kannst. Das heißt, wenn du mal einen Kundenauftrag hast, bei dem du eine Website erstellst und hier und da braucht man ja ab und zu mal ein Icon, vielleicht im Menü oder bei irgendwelchen Karten so begleitend als Symbol, dann kannst du genau bei den Seiten nachschauen und ohne drüber nachzudenken jedes von diesen Icons runterladen, einbinden und darfst es eben sozusagen auch deinem Kunden anwenden und er darf es veröffentlichen auf seiner Website. Und das ist mir wichtig und da habe ich vier Seiten, auf denen ich meistens schaue und ich zeige dir später noch, wie ich das Ganze dann in Webflow meistens verarbeite als SVG-Code und wie wir das einbinden können und das ist sozusagen meine Vorgehensweise immer, wenn ich mit Icons arbeite. Gehen wir zum ersten Beispiel, das ist Feather Icons, ist eigentlich, du siehst es hier, eine kleine Library, ja, 287 Stück sind gar nicht so viele im Gegensatz zu dem, was wir uns gleich anschauen, aber was ich hier eigentlich ganz nett finde, ist, dass sie wirklich liebevoll minimalistisch gestaltet sind und man kann ja auch von der Größe her, kannst du einfach nochmal entscheiden, okay, soll die Basis quasi, ist 24 Pixel, aber ich zeige dir jetzt am Ende auch, wenn je nachdem, wie du die Icons anwendest, sind die ja auch unendlich groß skalierbar, das heißt, die sind immer scharf, wenn du mit SVGs arbeitest und in dem Fall sind es auch alles SVGs, die dann runtergeladen werden. Du kannst hier allerdings auch die Strichstärke noch eben manipulieren und das kannst du aber auch in dem SVG-Code am Ende nochmal einstellen, das schauen wir uns dann auch nochmal an. Falls dir die Feather-Icons gefallen, dann wirst du, glaube ich, bei Lucid auch sehr viel finden, weil das ist auf Basis von genau den Open Source Projekt Feather Icons. Also die haben sich das genommen und darauf basierend noch weitere erstellt. Und jetzt sehen wir sind hier bei fast 1000 Icons. Also hier solltest du wirklich zu allen möglichen Kategorien, auch so ein bisschen ungewöhnliche Kategorien, wenn wir jetzt mal nachschauen, zum Beispiel Money. Was hier vor allem cool ist, dass wenn du jetzt jemand draufklickst, er den Code hier zum Runterladen als SVG auch ermöglicht. Aber du kannst es dir auch als SVG-Code direkt kopieren. Und das ist natürlich sehr nützlich, wenn du es direkt auch dann weiterverarbeitest in Webflow, zum Beispiel in einem Embed-Field. Das nächste ist dann das dritte Beispiel und das sind die Material Design Icons von Google und die sind auch Open Source, das heißt, die kann jeder auch für kommerzielle Zwecke einsetzen. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt wusstest und hier haben wir auch massiv viel. Ich weiß gar nicht, wie viel die hier eigentlich haben, aber du kannst auch wechseln zwischen Outlined, gefüllte Icons, ja, die sind irgendwie hier nochmal ein bisschen runder, aber hier ist es im Prinzip genau das Gleiche, ja, was ein bisschen nachteilig ist, du klickst quasi hier drauf, wir binden das jetzt nicht als Google-Font ein, sodass du die Icons alle zur Verfügung dir stehen, sondern hier kannst du dann auch das SVG runterladen oder das PNG, leider nicht den SVG-Code, aber falls du wissen möchtest, also wenn du wirklich mal ein Projekt hast, wo du richtig massiv viele Icons brauchst und das auch schon weißt, dann kannst du auch mit Material-Symbolen arbeiten und ich habe dir das hier einmal als Anleitung auch erstellt, wie du eben diese Icons-Fonts sozusagen in dein Webflow-Projekt auch einbindest, damit du die wirklich hier, siehst du es, du hast immer den Namen sozusagen, brauchst du einfach nur und kannst dann wie in der Font zwischendrin einfach die ganzen Symbole einsetzen, indem du bestimmte Zeichen eben dort einfügst. Also guck dir das gerne an, falls du mal ein Projekt hast, wo du richtig viele Icons brauchst, würde ich so eine Material Design Icons dort einbinden mit einer, also via Google Font, die aber dann bei Webflow sozusagen gehostet ist, die man sich runterladen kann. Das letzte Beispiel ist Remix Icon. Das ist im Prinzip auch einfach nur eine Library. Wir haben hier 2500 fast Stück und da auch alle möglichen Kategorien. Also es ist crazy für mich, wie jemand sowas dann kostenlos zur Verfügung stellt. Kannst natürlich die Leute auch jeweils immer unterstützen. Da ist meistens was im Footer auch nochmal drin, falls man wirklich mal massiv viele braucht. Aber hier sieht man so vom Stil her, auch ähnlich, ein bisschen detailreicher und ein bisschen kantiger, würde ich sagen. Ja? Aber trotzdem sehr, sehr schön. Wenn du hier drauf gehst, kannst du auch den SVG-Code immer direkt kopieren oder eben das Ganze runterladen, die Farbe hier auch ändern. Kannst mir gerne sonst in die Kommentare schreiben, falls du noch eine Seite kennst. Für mich ist da eigentlich alles immer so dabei, was ich brauche. Mehr brauche ich da meistens gar nicht. Und wenn es mal ein Projekt ist, wo man wirklich einen besonderen Fokus auf solche Symbole hat, werden die sowieso custom-made dann irgendwie von jemandem, von einem Icon-Designer erstellt. Und das hat, finde ich, dann auch immer einen sehr, sehr schönen Mehrwert für das Kundenprojekt, aber an vielen Stellen braucht man auch einfach nur welche, wo die, glaube ich, ausreichen. Ich hoffe, das hat dir gefallen und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.